Ja, hey meine Freunde, I'm Patrickson aka Mighty Geeks Rick meldet sich mal wieder bei Game Business, heute auf dem German United Channel zum erneuten Video auf dem Kanal. Ja, heute ist auf jeden Fall unsere Vorstellung dran, wir dürfen uns heute mal vorstellen und erst einmal Dankeschön an den Konga, dass er uns hier aufgenommen hat, dass wir beitreten durften und auf jeden Fall die Möglichkeit haben, ein Video zu produzieren. So, auf jeden Fall möchten wir uns heute mal vorstellen. Ich werde zu mir auch gleich was sagen. Aber bevor das Ganze natürlich kommt, werde ich jetzt erstmal das Hintergrund-Gameplay erwähnen. Und zwar, mein Freund, ist es ein 333:6 auf der Map Nuketown in Hardcore-Herrschaft. Das Spiel von Medic X Gil. Dem einen oder anderen ist das Gameplay vielleicht schon bekannt. Es ist auch damals auf dem Imperial-Clan hochgeladen worden, damals zu den Imperial-Zeiten, wo er das Gameplay erspielt hat. Derjenige, der es erspielt, also der Skill, der ist unsere Zeit gejoint, weil der Clan sich ja aufgelöst hat und wenige Monate danach ist er uns auf jeden Fall beigetreten und deswegen nehmen wir das Gameplay auf jeden Fall her. Ich hoffe, das kommen jetzt keine großen Hater rein oder dies, das und das ist geklaut und bla bla bla, weil bei uns gab es das auf dem Channel auch schon. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Verständnis dafür oder der ein oder andere kann das irgendwie nachvollziehen. Wenn nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal zu meiner Vorstellung kommen, beziehungsweise zur Vorstellung des Medic X Clanes. Also, mein Name ist Ian Patrickson, aka Medic X Trick. Ich bin jetzt 17 Jahre und der Leader vom Medic X Clan. Wir sind derzeit 13 Member, aktuell noch auf der PlayStation 3 vertreten. Nächsten Monat wird ein PS4-Team eröffnet. Bringen Gameplays wie Double Nuclears oder sowas, Triple, Quad, dann hier 100+, 300+, jetzt hier von Skill oder sowas. Also bringen ganz normale Gameplays, ganz normal. Und was wir noch auf jeden Fall haben, sind natürlich auch Serien wie Montagen. Also Montagen sind in dem Fall keine Serien, sondern eher Specials. Serien unter anderem wie Clan Wars, die wir live aufnehmen, also mit Live-Tonspur, alles komplett live. Das ist MDZ, das ist eine Serie, wo unsere Top 5 der besten Clips gezeigt werden. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine Serie, die nennt sich die neuen Member, also stellen sie halt die Member vor, die was halt neu gejoint sind. Diss-Track gegen jeden Member, da sucht euch jetzt einfach mal nichts. Und natürlich auch noch andere Sachen, einfach ganz normale Themen-Commentaries, dies, das. Also wir sind einfach ein Clan, der auch Abwechslung zeigen will. Wie gesagt, derzeit nur Black Ops 2. Wir wollen das auf jeden Fall noch ein bisschen AW bringen, noch auch Ghosts bringen. MW3 wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen was kommen. Und nächsten Monat, wie gesagt, wird halt dann PS4-Team eröffnet. Dann wird halt da Advanced Warfare und natürlich auch Black Ops 3 dann, wenn es rauskommt, gezeigt. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind sehr entspannter, lustiger und auch, ich sag mal, können auch ziemlich ernst sein. Also, ja, bei uns geht schon teilweise richtig ab. Also, wir sind wirklich ein Clan, der wirklich aus. Also, unsere Harmonie stimmt wirklich perfekt überein, sag ich jetzt einfach mal. Also, wir sind auch. Wie soll ich sagen? Also, jeder Typ ist zwar ziemlich unterschiedlich, was ich gemerkt habe, aber wir halten einfach gut zusammen und die Harmonie passt und es stimmt einfach alles. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was auf jeden Fall im Clan sein muss. Und auf jeden Fall zum Clan auch noch. Wir suchen auch noch ein Member. Also, wer von euch irgendwie noch einen Clan sucht oder dies, das, kann sich mal gerne bei uns bewerben. Wir sind halt hauptsächlich wirklich jetzt noch aktiv, wirklich noch Black Ops 2, obwohl manche schon auf AW rübersteigen, weil Black Ops 2 halt jetzt langsam wirklich komplett ausgelutscht ist, oh mein Gott, bin ich behindert. Auf jeden Fall, also wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich hier mal gern melden. So, wie wir auf jeden Fall auf den German United Kanal gekommen sind, liegt einfach daran, weil ein Member von mir mal irgendwie was davon erzählt hat, dies, das, und dann bin ich mal auf den Kanal gestoßen, auf YouTube, und dann habe ich mir ein bisschen umgeschaut, habe gesehen, ja, okay, so läuft es also ab, und dann dachte ich mir, okay, schreiben wir mal den Konga an und gliedern uns mal damit ein. Warum wir überhaupt hier sind, ist halt einfach der Grund, wir wollen uns einfach ein bisschen in die Community mit einbeziehen, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind jetzt nicht hier, um irgendwie Abos abzustauben oder so, sondern einfach nur, um zu sehen, wie ihr unsere Videos findet, oder weil es sind einfach mehr Leute hier, und es sind einfach Leute hier, die auch bestimmt mehr Erfahrung haben, auch mehr Erfahrung mit YouTube, die das schon länger machen. Deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar, wenn jetzt hier irgendjemand von uns unter den Kommentaren mal irgendwas schreibt, von wegen gutes Video oder das und das könnt ihr verbessern. Also auf jeden Fall sind wir mit Kritik sehr gut umzugehen. Und vor allem ist uns auch wichtig, wenn, sagen wir mal jetzt hier, wenn welche von euch, sagen wir mal, auf unseren Kanal schauen, um unsere Videos zu bewerten und einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was wir verbessern können oder was einfach
was gut ist, was nicht so gut ist. Also, das wäre uns auf jeden Fall wichtig. Wir sind auf jeden Fall halt nicht irgendwie, wie gesagt, nicht irgendwie abogeil oder sowas, sondern einfach nur auf Bewertungen sind wir auf jeden Fall zu hören, wie wir die Videos machen, wie qualitativ sie sind und dies, das. Klar, wenn uns jemand abonniert, ist es natürlich schön und wir freuen uns natürlich auch, dass wir einen neuen Zuschauer dazu bekommen haben. Deswegen, also wenn ihr wirklich uns abonnieren wollt, dann natürlich sind wir euch dazu sehr dankbar. Wir schätzen auch unsere Abonnenten auch sehr, also wir sind echt dankbar für jeden einzelnen Abonnenten, der uns da wirklich abonniert und die Videos schaut und bewertet. Aber na gut, auf jeden Fall werde ich mich auch mal in der nächsten Zeit mal hinsetzen und jeden einzelnen German United Clan, sag ich jetzt einfach mal, besuchen und mal auch vorbeischauen und mal auch ein bisschen bewerten. Und werde ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mal schauen, ob wir noch ein Video bringen, irgendwann mal bestimmt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie gesagt. Und wer halt vorbeischauen will oder noch beitreten will in unserem Clan, der sollte es gerne machen. Das einfach mal anfragen, dies, das. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt das Games noch im Hintergrund. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es noch läuft. Ich habe es gerade nicht vor Augen. Ich denke aber schon, wenn ja, dann wird wahrscheinlich noch Musik hinterlegt, dies, das. Deswegen würde ich euch sagen, haut rein, macht's gut und tschüss. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. I'm